Was geht, meine Freunde? Wir sind heute nicht alleine. Ihr seht, der gute Max ist auch da. Und zwar, die erste Woche NFL-Season ist vorbei und wir dachten uns, wir gucken uns alle Spiele mal an und overreacten mal ein bisschen. Es sind ein paar sehr interessante Ergebnisse rausgekommen. Aber klar, erster Spieltag, man kann noch nicht so viel draus ziehen. Und bevor, Max, sag kurz Hallo und dann starten wir direkt ins erste Game rein. Wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Das erste Spiel war Chiefs-Lions. Wir wollen hier wirklich durchpowern. Wenn euch das Format gefällt und wir das öfters machen sollen, vielleicht nach jedem Spieltag, wer weiß, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und schreibt es in die Kommentare. Und ja, wir starten direkt Chiefs-Lions, Max. Ich habe so das Gefühl, dass viele in Deutschland ein bisschen im Lions-Hype sind oder auch die Lions verfolgen. Was für dich eine Überraschung, dass sie das Ding geholt haben? Ja, schon auf der einen Seite, weil Chiefs ja doch übel dominant waren. Aber man hat gesehen, also Mahomes war nicht schlecht oder so, also definitiv nicht. Er hat natürlich viel Pech gehabt. Am Ende hat sich ein bisschen die Defense der Lions durchgesetzt und boah, Jahmyr Gibbs ist auf jeden Fall ein Monster. Der hat brutalen Antrieb, habe ich auch gesagt. Ey, ja. Boah. Ja, okay, aber ich meine, guck mal, ohne Kelce, also das siehst du die Saison ein bisschen problematisch für die Chiefs jetzt? Weil letztes Jahr haben wir, glaube ich, auch so angefangen. Nein, 0,0. Ich glaube, gleicher Start wie letztes Jahr. Wenn ungefähr. Kelce kommt, alles gut oder was? Ich denke schon, ja. Ich meine, Chris Jones hat auch verlängert jetzt. Der wird wieder spielen, ne? Gibt's den Vertrag? Monster in der D-Line, ja. Okay, perfekt. Dann gehen wir direkt zum nächsten Spiel. Browns Bengals. Ich würde sagen, eine der größten Überraschungen. Upset. Upset. Okay, vielleicht nicht so, dass es direkt ein. Also, Upset passiert, erster Spieltag und so, aber dass die Bengals keinen einzigen Touchdown geworfen haben, ist brutal. Ja, Joey B sah nicht gut aus. Weiß nicht, ob es noch an der Verletzung liegt, aber die Browns Secondary, brutal. Also, ich glaube, die waren sehr, sehr underrated und haben gezeigt, was da abgehen kann. Also, Steelers nächste Woche gegen die Browns direkt. Mal gucken, was da passiert. Ich bin auch sehr gespannt. Nick Chubb wird richtig abreißen dieses Jahr als alleiniger Running Back. Ich glaube, der wird richtig abgehen. Deshaun Watson sah gut aus. Murray Cooper, wenn der fit bleibt. Die haben auf jeden Fall dann einen guten QB. Die mit Myles Garrett. Dann haben sie einen Receiver, einen Running Back. Myles Garrett war krank. Also, was der für einen Druck gemacht hat. Deswegen hat er überhaupt gar keine Zeit gehabt. Das war mein erster Lieblingsspieler in der NFL tatsächlich. Ich habe den so gefeiert. Ja. Bei mir nicht so wild, Mason Rudolph, weil er ihm eine verpasst hat, aber. Okay. Anderes Thema. Ich bin aber gespannt, ich denke, die Bengals werden schon besser performen nächste Woche. Also so werden die nicht wieder spielen. Müssen sie, definitiv. Ja. Okay, Ravens Texans. Ich habe ja ein bisschen geswitcht während den Spielen. Ich habe ein bisschen was von dem Spiel gesehen. Die Ravens haben wieder ein bisschen Pech. Also sie haben gewonnen, 25-9, haben wieder ein bisschen Verletzungspech. DJ Stroud sah gar nicht so schlecht aus. Er hat auch die meisten Yards der QBs, also der Rookie-QBs geworfen, was ich gesehen habe. Aber irgendwie haben sie es nicht so in der Red Zone hinbekommen. Nee, es war auch lange Zeit gar nicht so ganz offenes Spiel eigentlich. Die Score klingt auf jeden Fall nicht, also die Score klingt nicht nach 25. Die Score klingt so, als ob es eigentlich relativ deutlich war, aber war es tatsächlich nicht. Ja. Aber Lamar hat entspannt gespielt, der hat jetzt nicht 100% gegeben, das hat man gemerkt. Der hat viel geworfen, wenig gerannt, hat viel auf Zay Flowers geworfen. Den fanden wir richtig geil. Zay Flowers, brutal athletisch. Der hat richtig geile Moves gemacht, richtig gut gedribbelt, richtig so kleine Steps und zack, Bewegung links, rechts. Ich erwarte viel von den Ravens. Jetzt die Frage halt, Dobbins, wie lange ist der raus? Ganze Season? Dobbins ganze Season raus, ja. Wer ist denn da jetzt? Behind. Ich bin auch gerade überfragt, um ehrlich zu sein, wer jetzt nach. Wir blenden es ein. Aber gut, man kann auch nicht damit rechnen, dass jetzt schon wieder. Die Ravens haben irgendwie immer Pech. Schon wieder Verletzungspech des Todes. Ja, von wieder Dobbins, ne? Das war ja das erste Mal bei ihm, ja. Okay, dann nächste Upset. Wirklich, der ganze Spieltag war gefühlt ein Upset. Vikings, Bucks. Ich habe, also viele haben predicted, ich auch, dass die Vikings eine harte Season haben werden. Vor allem, weil sie ihre Deep-Probleme überhaupt nicht in den Griff bekommen haben, die sie jetzt letztes Jahr auf jeden Fall hatten. Und dann gegen die Baker Mayfield Bucks zu verlieren, ist schon ein harter Start in die Season. Ah, Baker sah solider aus, muss man sagen. Er hat keine großen Fehler gemacht, ne? Cousins halt schon eher. Jefferson hat ja trotzdem, glaube ich, 150 Yards gehabt. Der hat richtig gut. Jefferson auf jeden Fall, wie man es erwartet hat, brutaler Receiver. Ich glaube, der wird denen viel Freude bereiten, aber irgendwie in der Red Zone hat er halt Jefferson nicht mehr erreichen können, so, ne? Und aber es war doch auch das Problem. Da sind sie dran gescheitert. Ja. Und ich meine. Das war knapp am Ende, definitiv, aber es waren halt dann Kleinigkeiten, die es ausgemacht haben. Ja, es wäre ja jetzt noch schlimmer, wenn du gegen die Bucks einen Blowout kassierst. Aber ja, das. Also von denen hat ja niemand irgendwas erwartet. Aber ich meine, Baker hat einfach aufgespielt, hat einfach gespielt. Kein Druck da und einfach mal geguckt, was passiert. Und das war das Beste, was er hätte machen können, wahrscheinlich. Ich bin gespannt, ob die. Denkst du, die haben irgendwie eine Chance, wirklich einen guten Rekord zu haben, die Bucks, oder war jetzt einfach nur.
ein Spiel und mal gucken, was passiert. Boah, nach dem ersten Spieltag kann ich noch gar nicht sagen. Ja, okay, okay. Weißt du, nein, ich will mich nicht festlegen. Dann von einem Spiel, wo ich wenig gesehen habe, vielleicht hast du ein bisschen drauf geachtet, Falcons Panthers. Ja, tatsächlich noch mal ein paar Highlights angeschaut. Also Bryce Young, weiß ich nicht, ob er die Antwort ist. Mal abwarten, sah jetzt nicht so schlecht aus. Und dann bei den Falcons natürlich Desmond Ridder und Bijan Robinson, absolutes Monster. Also den Touchdown, wer es gesehen hat, dieser Duke-Move, der war brutal. Und dann einfach noch durch zwei Defender durch. Also der wird der Liga Freude bereiten. So ein bisschen vom Stil, ich weiß nicht, ein bisschen erinnert er mich an Derrick Henry tatsächlich. Haben einige schon gesagt tatsächlich. Ja, aber am Ende war es, war es auch wieder dann ein bisschen die Defense natürlich, also die da Akzente setzen konnte, und deswegen die sind die Falcons dann vom Sieger, als Sieger vom Platz gegangen. Aber vielleicht läuft es ja mal dieses Jahr bei den Falcons, die haben ja immer schon mal gut angefangen, aber hinten raus immer verkackt. Wie war Kyle Pitts? Man wird ja mal Zeit für Kyle Pitts ja eigentlich, ne? Ja, Kyle Pitts hatte glaube ich einen Big Catch und sonst eher nicht so wirklich aufmerksam auf dem Feld. Aber ich denke, generell so mit Desmond Ridder, Drake London auch brutal, also hat man letztes Jahr schon gesehen, aber ich glaube, mit Desmond Ridder haben sie ihren QB erstmal gefunden. Ja, bin gespannt, wie es da weitergeht. Okay, Commanders Cardinals, da hast du wahrscheinlich ein Auge drauf geworfen. Weil dein da habe ich ein bisschen ein Auge. Also er hat, man muss sagen, es gab ja einen Score von, wer war es, ich glaube, Zach Jones mit dem Forced Fumble und dann aufgehoben mit in die Endzone. Das war direkt, glaube ich, vor der Endzone, keine Ahnung, was Sam Howell da gemacht hat. Der war ein bisschen blöd. Der Fumble, dadurch, dass er auch zum Score getragen wurde. Aber an sich sah der solide aus. Also ein Rushing-Touchdown, glaube ich, ein Throwing-Touchdown, Passing-Touchdown. Sieht es nur so aus, oder ist der extrem klein, Sam Howell? Der ist, glaube ich, nicht so groß. Gell, der sieht super winzig aus auf dem Feld. Ja, er ist aber schmächtig auch so ein bisschen. Ne? Also ist jetzt nicht der breiteste. Aber ich fand so Accuracy und sowas ist super wichtig momentan. Das sah ordentlich aus. Also, aber gut, es sind die Cardinals, ne? Für viele das schlechte. Es sind die Cardinals, ja. Also es war ziemlich eng, aber ich bin gespannt. Der Running Back sah auch gut aus, Brian Robinson. War okay. Ja, Brian Robinson hat man ja letztes Jahr schon dann gesehen, also nachdem er ja da kurz nach seiner Schussverletzung direkt wieder zurückkam, mit der Story war echt krass. Und aber dann haben sie auch ihren Running Back gefunden, so wie es aussieht. Also, ich bin gespannt, wie allgemein die Division wird spannend. Aber ich glaube auch, dass die ziemlich gut sein könnten. Die Defense von den Commanders ist sowieso ziemlich gut. Dann kommt Scary Terry noch zurück. Ich bin gespannt. Stimmt, der ist ja noch raus, ja. Ob der Sam Howell Hype Train weitergeht. Okay, ja. Ein Spiel, wo ich ein bisschen geguckt habe. Wir haben, wie gesagt, immer ein bisschen rumgeswitcht, was halt gerade spannend war. Colts gegen Jaguars. 21-31 für die Jags. Richardson sah gut aus, muss ich sagen. Und so Verletzung, ne? Also die war aber relativ am Ende. Aber wer halt monströs performt hat, war Ridley. Holy moly, ey. So nach zwei Jahren wiederzukommen, war wirklich brutal. Man verliert sein Talent nicht, ne? So. Nein. Aber trotzdem so zurückzukommen. Ich meine, schon in einem funktionierenden Jags-Team und auch gegen eine Colts-Mannschaft, wo man jetzt eigentlich nicht so viel zutraut. Mal gucken, was passiert. Trevor Lawrence sah aber ein bisschen rusty aus, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht der Trevor Lawrence, den ich in der letzten Season am Ende gesehen habe. Ja, irgendwie alle QBs einfach an Spieltag 1. Also Wahnsinn, wie rusty die alle waren. Aber egal, nächstes Mal sieht es glaube ich anders aus. Ja, ich glaube auch. Warte mal ab. Viele sind auch letztes Jahr schlecht gestartet und kamen dann für sich. Aber Andy Richardson schon die Nummer 1 der Rookie QBs, oder was sagst du? Ja, aber der Hype ist ja auch jetzt richtig hochgetragen bei dem in den letzten Wochen. Da haben ja auch viele gesagt, dass der die Nummer 1 ist. Also von dem, was man jetzt gesehen hat, Training Camp, erstes Spiel, ja, würde ich sagen. Entweder CJ Stroud oder er. Also, er sah bislang am komplettesten aus, würde ich sagen. Ne? Also was Run und Pass. Bryce Young hat ein bisschen abgebaut von dem, was er projected war am Anfang, jetzt Training Camp und sowas, ne? Ja. Aber gut, erstes Spiel. Ja. Ey, es gab so viele Quarterbacks in der Vergangenheit, die verkackt haben. Sogar zwei Seasons lang und dann sind die irgendwie Hall of Famer geworden. Guck mal, also. Trevor Lawrence jetzt in der jüngeren Vergangenheit, seine Rookie-Season war komplett Banane, gell? Ja, eben. Bestes Beispiel, ja. Okay, jetzt Spiel, das du wahrscheinlich am ehesten verfolgt hast, weil dein Team nach so einem schönen Preseason-Hype dann musst du halt gegen die 49ers ran, wahrscheinlich auch nicht das Team, was du in Woche 1 sehen willst, die wahrscheinlich einfach komplett ready sind, egal welcher QB da steht. Und dann wirst du halt umgerannt von der Defense, ne? Also die waren Wahnsinn. Also egal ob, es war nicht mal nur Nick Bosa oder so, Fred Warner ist einfach das absolute Tackle-Monster nach wie vor. Wahnsinn. Keine Ahnung, Kenny sah echt nicht gut aus, muss man sagen.
Hat auch ein bisschen Pech gehabt, klar, aber hat viel zu lange gewartet die ganze Zeit. Hat viele falsche Entscheidungen getroffen. Der Einzige, der ready war bei uns, war TJ Watt. Wie immer. Ich glaube, 3 Sacks, 1 Forced Fumble, 1 Fumble Recovered, also der hat wieder richtig Gas gegeben. Mhm. Und unser Panther, der sah gut aus, aber das war's. Immer ein Lichtblick. Gegen wen spielt ihr nächste Woche? Gegen die Browns. Also das, aber das ist, auch, gesagt, ja. Ja, das ist jetzt eine harte Nummer gegen die aber Browns. Aber die Division ist ja eh brutal, ne? Wenn die Browns ja. performen, ist die Division richtig hart. Ja, das hat keiner so richtig erwartet, deswegen, boah. Was war, stand, aber in einer, weiß ich nicht. Ich würde schon Super Bowl Contender sagen, so ein bisschen. Ja, das war ja wieder auch, Purdy hat gut, Ayuk hat brutal performt, Alter. Ayuk war geisteskrank. Ayuk war geisteskrank. Und der komplett McCaff- in Schatten eigentlich von Deebo Samuel, aber trotzdem hat er, der hat ihn komplett in den Schatten gestellt ja, diesmal. Der McCaffrey also, Touchdown, wenn er gebraucht ist, ist er da, das ist ja geisteskrank, der Typ sowieso, müssen wir nicht drüber reden. Brock ja, Purdy hat performt, Kittler hat gar nicht so viel gemacht, ne? Nee, okay. Fast gar nichts. Aber so 1-2 Catches, die halt wichtig waren, Third Downs und sowas, ja. Aber die sind einfach über das Feld marschiert, die Steelers haben keine Chance gehabt. Null. Stand jetzt, also. Wenn du jetzt Geld in die Hand nehmen müsstest, Max, Steelers Playoffs oder nicht? Boah. Hart, ne? Jetzt. Ja, doch, Wildcard. Trotzdem, okay, verstehe. Beliebst noch. Bin gespannt, was du nächste Woche sagst. Ich immer. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, dass wir so einen kurzen Rundown, ob es jetzt Max ist oder wir jemand anders einladen, nach jedem Spieltag machen. Ich glaube, das ist ganz cool. Wenn es euch gefällt, schreibt es, wie gesagt. Dann Saints Titans habe ich nichts mitbekommen. Oder wenig, sehr, sehr wenig, was da passiert ist. 16-15 für die Saints. Die Titans, warte mal, die haben mit... Wen haben die gespielt? Tannehill, ne? Ja, Tannehill. Hat mich brutal überrascht, dass Tannehill spielt irgendwie. Ja, doch, war ja klar, dass sie mit Tannehill gehen. Also Will Levis kommt noch nicht. Aber ich habe gesagt, Will Levis kommt an Spieltag 3 oder 4. Mal gucken, ob es so kommt. Dieser Shahid war krass, der Receiver von den Saints, der hat richtig. Aber keine Ahnung, wo der, ich bin ehrlich, ich habe den letztes Jahr nicht verfolgt. Ich weiß nicht, wo der herkam. Aber okay. Der war so ein bisschen die Überraschung, aber sonst war jetzt, glaube ich, nicht so das krasse Spiel, wo man so super viel zu sagen aber kann. Also ich habe es leider auch nicht, gar nicht wirklich verfolgt. Müssen die Saints aber gewinnen. Gegen die Titans musst du gewinnen, weil es wird auch nicht so einfach für die. Also sie wollen natürlich auch in die Playoffs dieses Jahr. Musst du gewinnen, das Spiel. Ich weiß, dass Julian voll viel von dem Titans Tight End gehalten hat und der einfach dann 0 Punkte gemacht hat in Fantasy. Perfekt. Klassiker. Dann ein Spiel, was ich richtig geil fand, wo ich mir die kompletten längere Highlights angeguckt habe, Broncos Raiders. Die Raiders haben 16-17 gewonnen. 17-16, sorry. Du hast einfach zwei Teams, die müssen jetzt. Die haben letztes Jahr beide underperformed, war enttäuschend. Ja. Und die haben beide ein bisschen Druck. Und das war ein schlachtes Spiel. Es war ein geiles Spiel. Es war ein richtig geiles Spiel. War eine enge Kiste auf jeden Fall, ne? Also Patrick Surtain gegen Devontae Adams war ein richtiger Kampf. Ja, auf den roten Haken. Devontae Adams ist immer noch geiler Receiver einfach. Brutal, egal, ob wirklich. Das ist also brutal. Ja. Mit Jimmy G, also die Raiders sahen schon gut aus. Also ich fand die Raiders. Ja, ich fand Jimmy G gar nicht mal so. Also ich bin nicht so der Fan von ihm, ich weiß nicht. Also noch nie gewesen. Ja. Aber sah solide aus. Also war jetzt. Ja. Broncos waren auch okay. Ding sah gut aus. Der Running Back gestern nochmal. Javonte Williams. Javonte Williams, und, ja. Und ich meine, Junior. Oh, was? Wilson war auf jeden Fall war okay. Besser als letztes Jahr. Ja, Judy ist ja noch das nächste. Weiß gar nicht. Ja, irgendwie in Woche 3 oder so soll er kommen. Auch oder 3 sogar. Auch nochmal eine Waffe. Es ging halt viel über Sutton, ne? Wenn du nochmal Judy hast, hast du nochmal. Ja, Colt und Sutton am Anfang irgendwie gar nicht. Und dann, glaube ich, 2 Tage sind dann direkt ein Touchdown. Ja. Also sah gut aus. Patriots Eagles. Ich weiß nicht wieso. Ich hab's schon angeguckt, aber gerade nicht so viel Erinnerung im Kopf vom Spiel. Ich dachte eigentlich, dass sie die komplett wegknallen. Dass Jalen Hurts da rausläuft. Und sah es am Anfang aus. Die Eagles haben, glaube ich, 20 zu 3 oder sowas geführt. Ja. Und irgendwann kamen die Patriots auf einmal wieder. Du hast am Anfang so gedacht, oh Gott, jetzt. Noch 2-3 Slaps, dann kommt Bailey Zappi wieder rein. Der war ja scheinbar active. Aus dem Practice Squad irgendwie haben sie ihn wieder hochgezogen. Also ganz komisch. Matt Corral irgendwie geholt, dann wieder gekickt und dann wieder Zappi geholt oder so? Ja, irgendwie, keine Ahnung, was sie davor hatten. Vielleicht ging es um Cap Space oder sowas. Aber Jalen Hurts war auch so ein bisschen rusty einfach. Ne? Es war noch okay, weil im Endeffekt spricht keiner drüber, weil sie gewonnen haben. So, weil es gibt anderes. Aber es war wirklich war nicht schön anzuschauen in der zweiten Halbzeit. Aber die Patriots sind ja jedes Jahr so ein Team. Ja, Kendrick Bourne, 2 Touchdowns gemacht. Auf jeden Fall ist auch so eine kleine Geheimwaffe. Wenn Mac Jones funktioniert natürlich. Aber der hat in der zweiten Halbzeit funktioniert. Also es war knapp am Ende. Es ist immer das Gleiche bei den Patriots. Keiner traut ihm was zu und dann sind sie halt ein well-coached-Team und holen sich doch ihre Wins. Aber ja, und die Eagles, pass auf, die haben noch, falls du es nicht gesehen hast, ich glaube kurz vor Ende,
wo es eigentlich durch war, haben die den vierten Down ausgespielt. Und dann gab es den Turnover und Downs. Und Ja. die Patriots hatten nochmal die Chance gehabt. Also dann haben sie es aber selbst verkackt. Boah, Also, das wäre auch was gewesen, die das noch verloren Alter, ich glaube, hätten. was machen die da in dem Moment? Warum spielen die den aus? Wie war Hand doch einfach. die Eagles Running Back Rotation? Das war nämlich auch interessant. Wer hat die Ja. meisten Dinge gespielt, Snaps? Boah, ich glaube, mittlerweile hat man es generell in der Liga gemerkt, 50-50 tatsächlich. Super viel, ne? Super viel gesplittet. Extrem. Es gibt kein Star-Running Back mehr so wirklich. Okay, Also wenige nur noch, wenige, ne? sehr wenige. So, C-Mac ist eine extreme Ausnahme zum Ja, aber Beispiel, selbst aber da hast du Eli meist. Mitchell, der ein paar Dinger spielt. Ja, eben. Aber die meisten sind wirklich 50-50. Aber was ja auch irgendwie was gut ist für die Running Backs, damit sie ein bisschen länger überleben, ne? Ja, genau, das ist ja die Karriere meistens so schnell vorbei. Okay, Ja. Seahawks Rams, krass. 30 zu 13 für die Rams. Auch eine harte Niederlage für die Seahawks, dem man nach letzter Saison auf jeden Fall zugetraut hat, das Ding zu gewinnen. Rams auch wieder so ein Team, wo du eigentlich Cooper Kupp, ich weiß nicht, der ist jetzt auch ein bisschen raus, ein paar Wochen sogar, ne? Vier? Ein paar Wochen, ja, ich glaube 6, 7 Und Wochen. dann gewinnen die das Ding mit 30 Punkten, ey. Krass. Ding sah, Matthew Stafford sah ganz Also, gut ich habe aus. null mit den Rams gerechnet. Null, Null. 0,0. Deswegen war ich sehr überrascht, dass die das da so easy über die Bühne gebracht haben. Aber ja, scheint doch noch irgendwie so zu funktionieren mit. Aaron Donald halt war da, aber Matthew Stafford hat gut gespielt tatsächlich. Mal gucken, wie es weitergeht. Wenn Cooper Kupp wieder Julio Edmund zurückkommt. war geil. Ah, Julio stimmt, Edmund ist kleine Waffe. stimmt, der war richtig stark dieses Spiel. Stimmt, jetzt wo du sagst. Ich habe mir nochmal dieses Highlight-Play angeguckt, wie geil er die Route gelaufen ist. Also ich glaube, so irgendwie eine Triple, das haben sie dreimal auf rechts gestellt gehabt und er ist irgendwie so von hinten rausgelaufen, du hast genau gesehen, dass der Ball auf ihn geht und er war so schnell einfach. Er war, glaube ich, 2, 3 Meter vor dem Cornerback oder dem Safety schon. In dem, Wann wurde ja. Tutor gedraftet? Tutu? Ja. Oh. Irgendwo eine Karte hat er. 2000. Ich weiß es gerade nicht, ehrlich gesagt. 20, 3 Jahre in der Liga. Aber der hat auch noch nicht so den Durchbruch gehabt, 19 oder ne? 20, ja, Ja, tatsächlich. ja, ja. Ja. Okay, dann wahrscheinlich das Spiel des Spieltags. Chargers Dolphins. Boah. Es war auf jeden Fall ein Kampf. Ein geiles Spiel, aber auch zum Angucken als Zuschauer. Ja. Zwei Quarterbacks, die auf jeden Fall da waren, die das Ding gewinnen wollten. Und dann hast du Offensiv. halt. Es war wirklich krass. Und da hast du halt Tyreek Hill. Der hat jetzt über 200 Yards. Der hat irgendwie. Ich habe eine Liste gesehen. Der hat mehr Yards gelaufen oder mehr gemacht als irgendwie 10 Star-Receiver zusammen im ersten Spieltag. Ja, Das war ja. brutal. Ja, also wenn Tua. Tua, ja. 460 Yards oder so, ne? Brutal, wirklich. 4 Touchdowns waren es, glaube ich. Er war irgendwie, was war, Dan Marino hatte, glaube ich, 500 paar, ich weiß, 515, 520. Also, der war nicht mal weit weg, wenn das Spiel noch ein bisschen länger gedauert hätte. Overtime hätte schon Also, was der gebracht. ist heftig, Oh. wirklich. Aber auch Herbert war mega gut. Jo. Also, der hat wieder seinen Arm gezeigt. Die Receiver haben da auch gepasst. Irgendwie bei der Defense passt es nach wie vor nicht bei den Chargers. Aber es macht keinen Sinn, weil auf dem Papier sind die super. Ja, keine Ahnung warum. Es gibt da immer so, es gibt so ein paar Lücken scheinbar, Aber ich habe die man schon. füllen muss, ja. Ja. Aber wenn Tua fit bleibt, dann könnten die Dolphins ein richtiges Problem werden diese Saison. Ja, So was wie du es gesehen ist. hast, Tua ist nicht mehr in den Kontakt gegangen. Ist gelaufen und hat den Ball ins Ausgeworfen. Weil er weiß, glaube ich, wenn ich jetzt noch einen dicken Hit kassiere, dann ist es das Ja, Ende. ich meine, er spielt ja auch um seine Karriere persönlich, nicht nur, es Ja, geht ja um, natürlich, ja, natürlich. und um, da geht es ja auch um viel Geld und whatever. Es geht um viel Geld, aber natürlich auch um die Gesundheit des Spielers Absolut, und soll immer Vorrang haben. ja. Bin ich sehr gespannt. Dann haben wir Bears Packers, wo ich auch sehr überrascht bin. Ich dachte wirklich, dass die Bears stärker aussehen, aber Justin Fields, da ging gar Ja. nichts vom Werfen. Null. Also wurftechnisch ging da gar nichts. Fields hat ein paar Mal gerannt, ein paar First Downs geholt. Ja, aber DJ. böse Interceptions und Ja. irgendwie, keine Also. Ahnung, die Packers dominieren einfach die Bears seit Jahren gefühlt. Also die gewinnen einfach nicht mehr, die Bears. Ich weiß nicht. Ich Ja. glaube, die 3 oder 4 Jahre in Folge haben sie jetzt, glaube ich, gewonnen. Aber ich habe diesmal mir wirklich mehr erhofft. Also das wurde ja, die Bears wurden auch so gehypt in der Preseason, MVP-Season von Justin Fields und da ging gar nicht auch auf DJ Moore, DJ Moore dieses war auch tot. Also auch komplett immer tot. Double Coverage. Aber Ja. das Decision-Making sah auch schwierig aus von Fields, wenn er mal keinen Weg hatte zum Rennen, wenn er werfen musste. Das Decision-Making war irgendwie seltsam. Also sei jetzt nicht Ja, der nach. hat seine Reads irgendwie nicht richtig gut, also nicht so gut durchgegangen. Und Also, dann du hast hast du gemerkt. Jordan Love, der hat 4 Touchdowns geworfen, ne? 4 Touchdowns, ich Ohne hab's gar nicht. Stimmt, 4 waren es am Ende sogar. Christian Watson, ohne seinen besten Receiver, Romeo Dubs war auf jeden Fall übelst da. Der ist Krass. ein Monster, ey. Das wusste ich nicht. Ich hab das nicht in Erinnerung gehabt, dass er so groß ist vor allem. Ja, Also, das ist Wahnsinn. Und aber dann, ich meine, Christian Watson ist auch eine Waffe komplett gewesen letztes Jahr, deswegen. dass die Defense von den Packers gut ist, wissen wir alle. Aber ich dachte nicht, dass die da 38 Punkte rausknallen ohne ihren besten Receiver. Aber Jordan Love sieht ready aus. Er sieht wirklich ready aus.
Der Der Bock. sieht sehr, sehr wild aus. Also, was der da in der Pocket veranstaltet hat, wie der da irgendwie rumgetanzt ist und trotzdem noch im Laufen die Bälle Ja. losbekommen hat, war Sehr, schon sehr echt. accurate sah der aus. Und jetzt das vorletzte Spiel. Ich war gerade mit Markus in der Aufnahme, der meinte, wir sollen das skippen, das Spiel. Wir sollen nicht drüber reden. Giants gegen Cowboys. Ach stimmt, der Ja, ist ja geil. ich habe das auch wirklich auch nicht so intensiv verfolgt, weil ich dachte, 40-0, was zur Hölle ist da passiert? 0 Punkte zu meinem Opener ist schon hart. Also ist Aber wirklich Dak hart. Prescott keinen einzigen Touchdown. Ne, der hat ja auch nicht viel gemacht. Der war ja auch fast nicht auf irgendwie Der war 50. eigentlich nicht, ja, die Defense hat es geregelt bei den Cowboys. Komm Pollard, gleich. die Defense hat geregelt. Pollard war ein Pollard Monster. ist. Ist Ja, einfach, Pollard ist Pollard ist brutal. einfach ein Monster. Das ist so ein Running Back, der jetzt ohne Elliott richtig, richtig rasieren wird. Ja, aber es war im Vorhinein klar. Der war ja schon vorher Ja, brutal. ja. Und Zeke hat eh die ganze Zeit schon ein bisschen abgebaut. Ja. Hat man ja jetzt auch bei den Patriots, also haben wir jetzt gerade schon gesprochen, aber auch direkt ein Fumble am Anfang und sah dann auch nicht so gut aus. Ja, aber auch dann Special Teams, ne? Es ging ja direkt mit einem Block Field Goal Return Touchdown los. Also muss auch erstmal schaffen. Ah, stimmt, Also, ich erinnere mich, es war glaube ich der erste Score im aber Spiel und dann. jetzt ist wieder der Cowboys-Hype da und dann erster Playoff-Game, spätestens Ja, vorbei. es ist auch jedes Jahr das Gleiche, Und dann gestern Abend das Spiel noch, Jets gegen Bills. Auch, da kann man auch wieder 20 Minuten wahrscheinlich drüber reden über das Spiel. Und ja, Aaron safe. Rodgers ist raus für die Season. Sehr, sehr schade. Ich hätte es sehr gerne gesehen. Nach vier Sehr, sehr, Plays. mega schade, ob man ihn mag oder nicht, aber es wäre gut gewesen für die Liga, wenn die Jets den einfach behalten hätten, in dem Sinne, aber wenn die Jets dann mit dem vielleicht marschiert wären am Ende. Jo, Weil ich jo. glaube, der hätte schon was reißen können. Zach Wilson, boah, Boah, sah weiß ich wirklich nicht. rusty aus. Wirklich, wirklich schwach sah er aus. Also, der hat echt Glück gehabt, auch, muss man Also sagen, ich sag ja. Also, der. ehrlich, die Bills haben das Spiel eher verloren, als dass die Jets es gewonnen haben. Also Ja. Zach Wilson sah so. Ich dachte wirklich, der ist ready. Weil irgendwie war ja klar, dass irgendwann diese Saison wird er irgendwie eine Chance bekommen, weil irgendwas passiert. Entweder Aaron Rodgers verkracht sich, es läuft nicht, er verletzt sich, irgendwas. Ich war mir eigentlich ready, dass Zach Wilson seine Chance bekommt. Aber dass er so überhaupt nicht ready aussah, als er reinkam. Also wurftechnisch ging da gar nichts. Der wurde die ganze Zeit gesackt, der ist die ganze Zeit einfach losgerannt, ohne Sinn und Verstand. Ja, ja. Also wirklich, Das hat ja. gepasst und Josh Allen. Boah, der hat wieder Bomben geworfen, aber dann zum Gegner. Also war, ich weiß nicht, was mit dem, was, keine Keine Ahnung. Ahnung, da war doch auch das eine Ding, er muss nur zum First Down laufen und haut das Ding Ja, einfach ich blind weiß. rausgefühlt. Aber warum? Also es Es war ist. total. Er wollte dann wieder zu viel. Das ist sein Problem. Wenn er zu viel will, genau das hat er auch in seiner Rookie-Season gehabt. Ja. Dann hat er so viele Picks geworfen. Und er hatte ja jetzt irgendwie die meisten Picks aller momentan Starting QBs, glaube ich. Also seit 2018, also seitdem er gekommen ist, glaube ich, ja. Ja, ich meine, für den Star Quarterback auf jeden Fall. Ich habe ja auch gesagt, es wird eine schwierige Saison für die Bills. Ich bin gespannt. Ich glaube, da Ja, ist es. mit Picks noch, ne? Die sind ja auch irgendwie verkracht und sowas. Der sah Ich ganz glaube. okay aus, aber. Ja, aber die Connection, die passt nicht mehr, so wie sie davor gepasst Der hat. Vibe Wenn ist irgendwie du. nicht da. Ja, wenn du so einen Receiver hast oder wenn ein Spieler hast, der unglücklich ist im Team, der macht ja auch das ganze Team irgendwie, dann zieht das Team mit runter. Deswegen wird eine harte Saison für die Bills. Also so Super Bowl, wie Nein, viele Mal aber. man sagt, dann sehe ich nicht Sehe momentan. ich Ne? nicht. Okay, was ist deine größte Erkenntnis nach Spieltag 1? Die größte Erkenntnis. Oder einfach, wo du sagst, ist mir hängen Man sollte geblieben. die Preseason nicht zu sehr Ah! Und das hypen. sagt der Steelers-Fan. Man Ja, muss dachte man sagen. Muss man nämlich einfach Pickett sagen. und Pickens wird das neue Überduo, die rasieren jetzt alles. Aber weil, warten wir ab, 49 ist einfach auch ein schwieriges erstes Matchup, weil die sind komplett Ja, die. eingespielt. Nein, generell, boah, also auch jetzt mal auf Karten bezogen, weil Oh ja, muss komm, man wir immer machen mal die Dings einbringen. zu. Man darf jetzt keine Panic Sales starten. Doch, die Und wollen wir das war. verkaufen, hallo. Ja, genau. Nein, aber ohne Scheiß, also nur weil die jetzt irgendwie ein schlechtes Spiel gemacht haben, heißt, es kann nächste Woche ganz anders aussehen. Man muss immer an die Vergangenheit denken, was es für QBs gab, die so viel Scheißspiele abgeliefert haben und dann aber zum Hall of Famer wurden. Also da kann man so viele aufzählen. Ich Oder wann meine, sie getraftet wurden, wie spät und sonst was. Also die Rookie QBs war das erste Spiel, das sie jemals gespielt haben und alles. Und ich fand die auch, drei ja. solide, muss ich sagen. Ja, Alle. Alle war drei, okay. ja. Ich habe von Bryce Young nicht so viel gesehen, aber die anderen zwei waren wirklich in Ordnung. Also ich meine, die haben ja auch jetzt kein Team, wo du sagst, da geht irgendwas. Ne? Du musst ja auch immer, du bist ja auch nur ein QB, wenn deine O-Line nicht steht, dann steht sie nicht. Dann kannst du doch der beste QB sein. Wenn du umgeknallt wirst, wirst du Das, umgeknallt. genau, das ist halt auch wieder das Ding. Und das ist bei den Jaguars zum Beispiel, also weil ich jetzt klar nicht Rookie, aber
Jaguars O-Line war auch, boah, weiß nicht, oder? Also war nicht so die, gut. Der, Trevor musste auch um sein Leben rennen irgendwie. Jo, der wurde ja ein paar Mal richtig umgeknallt. Ja. Und genauso andersrum auch mit jetzt nicht irgendwie komplett reinkaufen, nur weil Jordan Love ein gutes Spiel gemacht hat, gegen Bears, die scheiße aussah. Es war ja wieder so viel Jordan Love auf dem Markt auf einmal. Alter, die Preise von Jordan Love sind so hochgeknallt direkt. Jo, das ist wirklich, das ist krass, wirklich heftig, also, ey. Wirklich krass. Okay. Und ja, naja, sonst einfach mal abwarten, was nächste Woche passiert. Ich glaube, da wird sich alles wieder komplett ändern und es könnte wieder ganz anders aussehen. Also. Dein Wort in Gottes Ohren. Und ja, dann würde ich sagen, damit schließen wir es ab. Wir sind gespannt, was nächste Woche passiert. Und wenn ihr Bock habt, dass wir das vielleicht jede Woche oder so machen, schreibt es in die Kommentare. Eigentlich immer ganz cool, dabei. Kurzer Recap. Bist dabei? Guck, Max ist dabei. Ich bin dabei. Kurzer Recap ist nochmal cool, nochmal Revue passieren lassen. Dann würde ich sagen, bleibt gesund, haut rein. Max, das letzte Wort. Macht's gut, ciao, ciao.